Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Stalker Call of Pripyat. Wir sind hier nur noch am Evakuierungspunkt, wo wir letzte Folge leider nicht fündig wurden. In Sachen noch normale Menschen. Wir haben nur diese zombifizierten Stalker bzw. Militärtypis gefunden. Aber wir haben zum Glück auch einen Hinweis bekommen, dass sich die letzten Überlebenden zu dieser Station hier retten konnten, zu dem Bunker der Wissenschaftler. Und da werden wir auch mal hingehen, nachdem wir hier mal kurz geguckt haben, ob wir hier noch irgendwie was Interessantes finden, aber leider nichts mehr. So. Da werden wir dann mal schnell hinmachen, denn es ist wieder mal ziemlich beschissenes Wetter. Ja, der ist noch einigermaßen normal, der Typ. Zur Zeit dachte ich, ja, da ist wieder so ein Zombie-Stalker, aber ich glaube, die sind hier ganz fresh drauf, die Typen hier. Schade, die Kisten können wir nicht untersuchen. Das hier sind die Steinkisten, die man nicht aufbekommt. Na Jungs, mit dem können wir glaube ich noch reden. Der Paul, hey! Ich habe da einige Fragen an dich. Schieß los! Und ich werde versuchen, deine Fragen zu beantworten. Was kannst du mir über die Leute sagen, die hier im Bunker leben? Ein zusammengewürfelter Haufen ist das. Zwei Wissenschaftler, Herman an leitender Position und Uberski. Sie haben Novikov angeheuert, der sich um den ganzen technischen Kram kümmert, und Gary als Ortskundigen. Dann sind noch wir da. Uns haben sie neulich engagiert, um Messungen vorzunehmen und andere wissenschaftliche Dinge zu erledigen. Ach ja, Gary hat außerdem vor kurzem einen Kerl von der Armee in den Bunker gebracht. Das war's. Okay, dann brauchen wir im Moment noch nicht mehr wissen. Wir können dann nachher mit denen reden. Dann danke für die Information, Herr Dektarev. Ich meine Mario Dektarev. Und bis bald. Dann sieht sich. Dann werden wir da mal... Privet, Brat. Ja, mach's gut. Dann werden wir da mal reingehen. Ja, komm mal zu hier. Dann werden wir mal gucken, ob wir den Stalker finden. Hallo! Hallo, ich werde mit dir nochmal reden. Welche Modifikation, bla bla bla. Oh ne, gut. Da sagt uns nichts darüber, ich denke. Nastrovir. Nastrovir, was? Ich habe ja gar nichts zu trinken, egal. In Ordnung. Kommen Sie her. Was kann ich für Sie tun? Ja, Herman, wissen Sie irgendwas über die Oase? Ach, die Oase. Pah. Alles erstunken und erlogen. So einfach ist das. Und die Menschen glauben gerne an irgendwelche Wundermittel. Und deswegen erfinden sie diese Ammenmärchen. Glauben Sie mir, die Oase ist nichts weiter als ein verdammtes Hirngespinst von Vollidioten mit sehr viel Fantasie. Aber warum reden denn so viele darüber? Ach, es reden eigentlich viel zu viele über den Scheiß, aber keiner von ihnen war jemals dort. Warte. Es ist immer schön, ein neues Gesicht in unserem Bunker zu sehen. Und ich rede total verdammten Scheiß in irgendwelchen nicht vorhandenen Zusammenhängen. Außerdem bleibe ich gerne bei der wissenschaftlichen Sichtweise. Was nicht bewiesen werden kann, existiert nicht. Na gut. Brauchen Sie jetzt Hilfe? Was? Nein. Brauchen Sie Hilfe? Nein, tut mir leid, immer noch nicht, weil du halt scheiße ausgerüstet bist. Okay. Was machen die Söldner sie? Haben wir schon gefragt und so. Die Tür können wir nicht öffnen. Schade. So, und ich denke mal, hier wird denn der... ich soll zuhören. Ja, komm, dann reden wir mal. Gary, willkommen in Reich der Langeweile. Ist es hier langweilig? Ach, und wie? Hier gibt es absolut nichts zu tun. Die einzige Unterhaltung, die wir haben, ist dieses Backgammon-Brett. Und ich kann das verdammt nicht mal nicht ausstehen, dieses verdammte Missspiel. Das hier ist kein Vergleich zu Pripyat. Mann. Wenn ich doch endlich diesen verfluchten Vertrag erfüllen könnte, dann würde ich sofort dorthin gehen. Du hast deinen Vertrag erwähnt? Ach ja,
Ich habe mich dazu bereit erklärt, diese verdammten Wissenschaftler zu helfen. Weil ich dachte, dass es ein Kinderspiel wird. Allerdings habe ich übersehen, dass die Vertragslaufzeit erst endet, wenn alle Arbeiten erledigt sind. Verdammt. Die Wissenschaftler haben versprochen, mir danach eine offizielle Genehmigung für den Aufenthalt in der Zone zu geben. Ich habe jede verdammte Klausel des Vertrags erfüllt, außer einer Kleinigkeit. Ich muss alle chemischen Artefakte finden, die es hier gibt. Wo hätte ich denn das wissen sollen, dass man hier in der Gegend keine Fleischklumpen und Klöße findet? Ach, hätte ich diese zwei Artefakte gefunden, wäre ich schon längst unterwegs nach Pripyat. Vielleicht kann ich ja dir bei diesen Artefakten helfen. Ach, vielleicht. Ein Vertrag von den Wissenschaftlern. Hast du eine neue Mission? Okay. Dann sieht man sich erstmal und verdammt, ich muss noch mal kurz beenden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das ist ja gar kein richtiges Backgammon. Oder? Naja, keine Ahnung von Backgammon. Ich mag das Spiel einfach nicht. Ja, meine Grafikkarte macht hier wieder gerade ein paar Zicken, dass sie etwas warm wird. Ist ja auch verständlich, denn in meiner Bude sind wieder 25, 26 Grad. Und während des Let's Plays ist es scheiße, wenn ich das Fenster aufmache, weil ja ich direkt an der Hauptstraße wohne quasi. Und das wäre ziemlich laut. Außerdem scheint ja so schön die Abendsonne gerade rein. Zum Glück nicht auf dem Monitor, sonst würde ich hier glaube ich gar nichts sehen. Und jetzt werden wir mal mit dem Typen hier reden. Leuten Sokolov. Guten Tag, Stocker. Wo haben Sie die Militäruniform her? Nun, ich denke inzwischen weiß jeder, dass der Militärhubschrauber abgestürzt ist. Ich bin Leutnant Sokolov, Kapitol eines der Hubschrauber. Was hat Sie denn hierher verschlagen? Mein Hubschrauber ist in Jupiter abgestürzt und durchs Dach einer Werkstatt gerauscht. Ich bin der einzige Überlebende. Ich habe es aus der Jupiteranlage rausgeschafft und mich bis zur nächsten Evakuierungsstelle durchgeschlagen. Aber dort war niemand. Und dann bin ich auf Gary gestoßen. Er hat mich zum Bunker gebracht. Ich habe beim Flugabwehrkomplex Wolcho deine Nachricht gefunden. Hier. Hör zu. Ja, egal. Ich glaube sowieso nicht, dass irgendeiner von euch dort aufkreuzen wird. Wenn hier in der Gegend auf Militär stößt, lass es mich wissen, ja? Und danke schon mal voraus. Okay, was machen Sie eigentlich hier? Mein Befehl lautet, zur Evakuierungsstelle zu gehen. Aber die Zone ist zu gefährlich. Ich bin Pilot und kein Fußsoldat. Und deswegen warte ich hier und hoffe, dass man mich aufgabelt, sobald der Einsatz abgeschlossen ist. Okay, man sieht sich. So. Dann haben wir hier also den Auftrag, irgendwie Fleischklumpen finden und... Ach, Kodobock und das Fleischklumpen-Artefakt, okay. Fleischklumpen kenne ich sogar noch, von damals. Und ich würde sagen, jetzt, verdammt, eigentlich müsste ich mal den ganzen Kram abliefern, den ich hier gefunden habe, beziehungsweise in meine Box tun, zum Beispiel die RPG, möchte ich eigentlich nicht so mit mir rumschleppen. Dass ich die dann halt abgebe und noch ein bisschen Munition kaufe. Und ja, die AK-M74 muss ich auch nicht unbedingt mit mir rumschleppen. Zudem brauche ich noch ein paar Medikits. Darum, da wir hier leider nicht verkaufen können, oder? Ich kann mal kurz gucken, da hinten. Der hat ja da so ein Zeichen, aber ich weiß nicht, was das konkret bedeutet. Weil handeln können wir mit dem nicht. Vielleicht bedeutet das auch irgendwie Auftraggeber oder so. Hier nochmal kurz. Ah, hier Techniker. Ich stehe mitten im Weg. Ich gehe mal ein Stück. So. Und. Doch, Händler. Wer von euch handelt denn hier? Handelst du? Was machen Sie hier? Das war eine rhetorische Frage, nicht wahr? Oh, der forscht irgendwas. Komm, das interessiert mich eigentlich weniger im Moment. Was machen sie hier? Bla bla bla. Erforschen unterschiedlicher Phänomene.
Ja, die verkauft nichts. Ja, ihr könnt euch das natürlich durchlesen, aber ich werde das hier mal jetzt ausnahmsweise nicht synchronisieren. Wenn man das so synchronisieren nennen kann. Ich schmeiße einfach bloß irgendwelche Stimmen in den Raum. Aber schade, wir können mit dem nicht handeln. Das heißt, wir müssen zur Jana-Station. Wie schaust du hier zu? Ich könnte eigentlich mal einen Wodka trinken, denn wir sind ja da verstrahlt ein bisschen. So. Ah, jetzt haben wir Hunger, weil wir Wodka getrunken haben. Da esse ich hier mal so eine schöne, leckere Salami. Hört wieder auf. Bla bla bla, stecken Sie die Waffe ein. So. Jana-Station ist aber nicht so weit entfernt, da werden wir mal ganz schnell hinsprinten. Und damit das ein bisschen schneller geht, saufen hier mal so einen Energy Drink. Hallo? Jetzt. Ich glaube, hier war irgendwas radioaktiv gerade, weil es hier so krisselt. War hier die Janov? Ja, hier war die Janov-Station. Alter, die Schienen sind ja auch kacke. Ja, habe ich doch schon. Komm her, Bruder! Ich. Wir handeln erstmal. Komm. Ah, scheiße, die müssen wir vorher reparieren. Und komm, hier Granaten kannst du haben, die Pistolen kannst du haben. Essen, so viel Essen kann noch keiner gebrauchen. Genauso wie so viel Alkohol. Und die Munition brauchen wir auch nicht. Genauso wie die normale AK-Munition verticke ich mal. Dafür kaufe ich die Munition. Und Schalldämpfer brauche ich jetzt auch nicht dringend. Genauso wenig wie die Massivgeschosse eigentlich. Da kaufe ich mir lieber hier noch ein paar Gewehrladen. Und da kommt gerade eine Anomalie. Quatsch. Die werde ich, glaube ich, nie lernen, zu sagen, dass da eine Emission kommt. Ich werde mal Anomalie sagen. Oh, so viele Granaten haben wir auch nicht. Wie gesagt, 4 Stück insgesamt reichen und wenn nicht, man findet eigentlich überall irgendwelche Anomalien. Eine Emission steht kurz Granaten. Alle sofort in Sicherheit bringen. So, wir sind ja hier gut in Sicherheit. Und zum Glück schieben die ja mal überhaupt keinen Stress wegen der. Wegen dem Kram hier. Alter, die hat 10 Kilo gewogen. Hm, okay. Und die packe ich hier auch mal rein. Die repariere ich jetzt nicht extra für den Kram. Und das war es eigentlich schon. Zum Ablegen. Wie spät haben wir es eigentlich? Um 10:30. Mann. Was eigentlich, wenn ich die Tür jetzt aufmache? Passiert nicht viel. Ich werde nochmal zu dem. Was geht? Was geht? Zu den Typen hier gehen, ob ich hier. Die hier noch modifiziere. Ah, nee, hat die hier schon alles. Mann. Diagonale Lukenfelder auf der Trommel. Okay, auf der Trommel werden diagonale Lukenfelder hinzugefügt. Das erhöht die Drehgeschwindigkeit des Mechanismus, der die Gasenergie nutzt. Eine Feuerrate? Okay. Man sieht sie. Oh, man sieht sich. Bis später und so. Ich glaube, hier kommt gerade Fetti. Oh ja. trotzdem hab Speicher nicht, dass wir hier noch irgendwie verrecken. Ist vorbei jetzt, oder? Mit dem noch mal reden. Hey Mann! Gut, dass du gekommen bist! Yeah! Idiot. So, Emission vorbei. Ich würde nämlich gerne hier hingehen. Oh, ich glaube nicht so.
dass die Scheiße nicht durch die Ritzen da oben kommt. Dann haben wir Glück gehabt, wa? So, können wir mal, ob ich irgendwie was Nützliches noch hier kaufen kann. Vielleicht noch ein paar Energy Drinks. Wie teuer sind die? Oh, kostet ja überhaupt nichts hier. Kaufen wir mal 4 Stück. So. Die Mission ist vorbei. Ich hoffe, alle sind in Ordnung. Wer verletzt ist, kann sich zur Behandlung in der Janov-Station melden. Alles klar, Mission ist vorbei. Und wir werden uns jetzt auf den Weg machen, das Artefakt zu holen. Du Schatz. Das sieht ja echt krass aus hier, der Himmel. Ach du heilige Kacke. Laufe ich erstmal gegen die Bahn hier. Gegen den Waggon. Hier auf jeden Fall nicht gesund, da lang zu laufen, nee. Ich habe 3 PDLs auf dem Schirm. Ach nee, das war ja nur am Bunker hier und ich habe keine Ahnung, wo ich das holen muss. Gut, dann werden wir erstmal hier den Mitage befreien. Ein naher Verwandter von Nicki Minaj wahrscheinlich. Nein, Borg nicht, ich bin Special. Trinken bitte. So. Und ich weiß nicht, ob wir mit dem normal reden können, mit den Leuten, die da rumhängen. Ich kaufe mal schon. Und geballert. Da ballern wir mal mit rum. Wir helfen dem mal. Will ich gern geschehen, Mann. Alter, jetzt regnet das hier. Ja, ja. Ich rede mal kurz mit deinem Boss. Ja, ich packe ja schon mit. Ich will mit dir reden, hallo? Ging nur gerade endlich. Mann, verdammter Penner, ja. Ich wollte mal ein nettes Gespräch halten und der wimmelt mich einfach ab, der Vollidiot. Ach, Mann. Immer diese unhöflichen Leute, ey. Ich hab den Arsch gerettet. Guck mal, sieht ja aus wie bei den Kieliska-Typis. Ein bisschen. Alter, das ist Gewitter gerade laut. Okay, und da hinten sind die Banditen anscheinend. Gleich mal die richtige Waffe ausrüsten für... Entfernung. Ah ne, der sieht einigermaßen freundlich aus. Hallo? Sieht der auch so komisch, ne? Spiker, hallo Stalker, kannst du uns helfen? Was ist denn passiert? Ach tja, wir wissen nicht, wie wir hergekommen sind. Ich erinnere mich nur daran, dass wir ein Monolith-Trupp waren und unbedingt das Zentrum der Zone erreichen wollten. Und dort ist der Monolith. Ein Meteor, der neue Lebensformen von anderen Planeten auf die Erde gebracht hat. Ich weiß noch, wie wir zusammen das Atomkraftwerk Tschernobyl erreicht haben. Aber dann erinnere ich an gar nichts mehr, nur an ein paar Stücke. Da war ein helles Licht. Kosmisch kalt und eine deutliche Stimme. Es war alles so wunderschön. Allerdings weiß ich nicht mehr, was diese Stimme mir befohlen hat. Mehrere Jahre meines Lebens einfach weg. Bei den Jungs genau dasselbe. Und jetzt wissen wir nicht wohin. Auf jeden Fall brauchen wir einen Unterschlupf, damit wir uns vor Emissionen schützen können. Und vor Mutanten. Wüsstest du einen sicheren Ort? Nicht weit weg von hier haben Stalker ein Lager. Ich zeichne es dir mal auf die Karte ein. Ich weiß nicht, ob wir dort sicher werden. Auf dem Weg zum Atomkraftwerk Tschernobyl waren die Leute sehr misstrauisch. Ich glaube, wir haben später sogar Stalker getötet. Weißt du, wie man mit unserer Fraktion derzeit umspringt? Wahrscheinlich schießen sie gleich. Kannst du uns helfen? Du könntest allen im Lager des Stalker sagen, dass wir keine angriffslustigen Spinner mehr sind. Kannst du mit ihnen reden und dafür sorgen, dass sie uns ernst nehmen? Beziehungsweise sie uns aufnehmen? Kein Problem, ich rede mit ihnen, sobald ich bei den Typen im Lager bin.
Und anscheinend sind sie wieder ganz normal, die Leute hier. Aber gut, dass wir sie gefunden haben. Jetzt hat sich hier mein Ding verändert. Und ich hoffe, die sind wirklich freundlich. Okay. Leute, machen wir einen auf feindselig oder machen wir einen auf freundlich? Ich würde sagen, das sind Banditen. Sie haben einen Typen, also sie halten jemanden fest. Einen vermutlich netten Kerl. Ich denke, sie haben nicht verdient, irgendwie zu leben. Darum werden wir sie ausräuchern. Zum Glück hören sie die Schreie ihrer eigenen Leute nicht. Wahrscheinlich ist das Gewitter dran schuld. Kaputt oder? Was soll machen? Jetzt fast ein ganzes Magazin verballert. Nö, ist doch komplett heile, das Ding. Wir merken anscheinend nicht, dass sie geschossen werden, okay. Wir sind quasi ein Schatten. Oder ihre Gier nach Loot treibt sie dazu. Gar nicht, wenn ich aufrecht stehe. Wow, ich habe einen 9 auf dem Radar. Okay, jetzt habe ich noch 7 auf dem Radar. Da können natürlich auch die Leute da hinten sein. Und ich denke, hinter diesem Baum werden wir heute erstmal eine kurze Pause machen und sagen, wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Und natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und bis später!